Baronin sollte ich dann, wenn ich... Also wenn ich Alandra zur Baronin... Oder kurz davor bin, sie zur Baronin zu machen. Gazellen hier und Gazellen da, das ist gut. Na komm, bauen wir auch gleich mal das Lagerhaus aus. Mehr Platz haben. So. Ein Jäger hier. Und ein Jäger hier. Ruhig auf der anderen Seite. So. Das heißt, wir können uns um die zweite Metzgerei kümmern. Die Besenmacher ausbauen. Auf euren Befehl! Alles klar. Währenddessen mal die Ausgrabungsstätte noch umranden. Jawohl. Oben. Ei. So, beide Jägerhütten werden gebaut. Schon unterwegs. Da müsste ein Dorf sein, glaube ich. Jawohl. Willkommen in unserem Dorf. Kommt näher und schaut euch unsere Waren an. Ja, die verkaufen Fisch, Kühe und Schafe. Sofort. Schon unterwegs. So, hier würde es doch Wildbestände geben. Das Territorium hier ist auch immer noch neutral. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. So, hier würde es Eisen geben. Okay. Alles klar. So, also zweite Metzgerei ausbauen. Die Jäger hier ausbauen. Wäre auch keine verkehrte Idee. Befehl verstanden. Ja, mein Hauptproblem ist halt, ich habe keine wirkliche Grünfläche. Das hier wäre wahrscheinlich Grünfläche, die ich bauen könnte. Schon unterwegs. So, Sofa. Mein erster Trupp. Den kann ich da aufstellen.
Auf euren Befehl. Und meinen zweiten Trupp, den stelle ich hier ans Tor. Schon unterwegs. Und dann können wir uns jetzt endlich mal die Oase, also die Ausgrabungsstätte angucken. Ihr seid also auch an der Insignie interessiert. Crimson Sabbat hat mir bereits ein ordentliches Angebot unterbreitet. Doch nur ein Narr nimmt das erste Angebot an. Ich bin bereit, euch meine Insignie zu überlassen, wenn ihr mir mehr Gold bringt, bevor Crimson Sabbat den Handel besiegelt. Ja, das können wir gut hinkriegen. Ich bestärke die Siedler in ihrem Glauben und sie spenden mehr Gold in der Kollekte. Dafür, das ist jetzt ein Vorteil, dass wir Alandra genommen haben. So, währenddessen gucken wir mal, ob wir wirklich hier Grünfläche hätten. Ja, hier hätten wir Grünfläche für vielleicht einen Schaf. Da müssten wir hier vielleicht noch eine Schaf hinbauen. Also gucken wir mal kurz. Ah, wir könnten sogar mit Biegen und Brechen. Ja, hier zwei Schäferchen hinkriegen. So. Ein Karren wurde ausgesandt. Ganz wie ihr wünscht. So, du bringst Gold. Wow, statt 50 Gold kriegen wir 60 Gold. So, jetzt brauchen wir aber auch Schäfchen. Wir brauchen immer noch mehr Jagdwild. Ja, und ein Siedlerlimit ist erreicht. So, erstmal Schäfchen kaufen. Zwei. Auf euren Befehl. Ei. So, dann die Kirche als nächstes ausbauen. Ganz wie ihr wünscht. Was würde mich eigentlich einem Schafhirten das fehlt es Territorium an Jawohl. Kosten? Das hat nämlich auch Grünfläche. Könnten wir nämlich hier Rinder züchten vielleicht? Ach, eher nicht. Das ist nämlich ein bisschen wenig Grünfläche. Es ist eine Freude, mit einem ehrenwerten Ritter wie euch Geschäfte zu machen. Wir müssen sicherstellen, dass die Insignien unsere Stadt erreichen. Haltet die Augen offen! Ei! Gut, 500 kostet das Gebiet. Jawohl! Das dauert dann noch eine Weile. So, jetzt erstmal die Kirche ausbauen, denn wir brauchen mehr Bevölkerungsplatz. So, der Ausgrabungsfuzzi ist bedient. Ja. So, Alandra kommt gleich um ihren neuen.
Titel anzunehmen. Dass ihr mir diesen Titel verleiht, ist eine große Ehre. Hoffentlich doch. So, und mit diesem Titel... kommt erstmal ein Kräutersammler und eine Apotheke. So, jetzt sammeln wir das Geld für die Fischerhütte. Als nächstes. Das war jetzt vielleicht ein bisschen doof von mir, da die Apotheke hinzubauen. Eine der Insignien wurde auf unsere Burg gebracht. Dort sollte sie vor Crimson Sabbat sicher sein. Alles einem klar. Schafhirten fehlt es an Schafen. Wie ihr wünscht. Dann errichten wir halt hier den Bogenmacher und hier die Bogenkaserne. Ach ja, und bauen einfach beides auch mal aus. Rekrutieren noch einen Trupp, der Alandra beschützt. Ich hab nicht bei der Ahnung, wie was für eine Waffe hat da überhaupt kämpft. Auf euren Befehl. Sieht eigentlich fast wie ein Knüppel aus, den sie da hat. So. Jetzt wird es aber langsam wirklich mal Zeit, dass wir Geld reinkriegen. Oh, ich habe den Holzfäller gar nicht angeschlossen ans Netz. Ich bin grad so auf. Also ja, Weizenproduktion kann ich vergessen. Wenn, dann kann ich hier den Imker dann errichten. Also sollte ich jetzt eigentlich zum Beispiel schon mal machen. Da kommt mein letztes Schäfchen. Yay. Doch von wilden Tieren angegriffen. So, das sollte reichen. Wo sind die wilden Tiere? Da sind Löwen. Brauchen wir Bogenschützen. Also wir kriegen für jeden Siedler ein zusätzliches Gold, der der Kollekt, also in der Kirche mitbetet. Ein Dieb wurde entdeckt. Es gibt kein Zurück. Ja, die Diebe sind der Grund, warum wir Bogenschützen bräuchten. Auf euren Befehl! Die Diebe werden nämlich jetzt versuchen, uns die Dinger zu klauen. Ich weiß, das erste Mal, als ich die Mission gespielt habe, bin ich ziemlich schnell auf die erste Reliquie holen gegangen und dann habe ich doof geguckt. Das heißt, ihr bleibt erstmal hier. Alles klar. Alandra schicke ich jetzt wieder sofort nach oben. Sofort. Ich frage mich aber nur, wo ich noch Grünzeug hernehmen könnte.
Ja, das ist alles kein Grünzeug. Hier unten ist auch nicht wirklich grün. Hier wäre grün, aber hier sind meine Tierchen zum Jagen. Und ja, unser Wildbestand ist gerade so gut,